Als erstes darf ich Ihnen nun einen Mann ankündigen und ihn hier auf die Bühne bitten, der nicht nur der erfolgreichste und bekannteste Moderator im deutschen Fernsehen ist, sondern ganz ohne Frage auch zu den großzügigsten gehört, wenn es um Spendenbereitschaft und finanzielle Unterstützung geht. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den wunderbaren Günther Jauch. Jürgen, es hilft nichts. Ich glaube, außer dass du uns jetzt noch einmal versicherst und erklärst, dass Deutschland selbstverständlich Fußball-Weltmeister wird, musst du jetzt hier auch noch mal antreten und ein paar Worte verlieren. Herzlichen Dank und ich freue mich. Dankeschön. Wir selbst hätten es wahrscheinlich vor 10 Jahren, als wir mit dieser Idee angefangen haben zu basteln, nie vorstellen können, dass wir in 10 Jahren mal uns hier auf einer Feier treffen, in diesem Stil mit Smoking und mit allem drum und dran. Und wir sind da schon ein bisschen stolz drauf. Das alles ist uns aber auch nur gelungen, weil viele von euch enorm mitgeholfen haben. Zwerge waren gut, habe ich gehört. Guten Abend. Ihr seid die guten Geister, weil ihr habt dafür gesorgt, dass die beiden Helden, Schneewittchen und der Froschkönig, jetzt endlich befreit sind. Und dies steht als Symbol für die Organisation, die ein Freund, er weiß es noch nicht, Jürgen Klinsmann, aus dem Boden gestampft hat. Dankeschön. Ein ganz herzliches Dankeschön, meine Damen und Herren, an unser Schneewittchen Lea, an unseren Froschkönig Markus und an einen der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Charakterdarsteller, Heinz Hönig. Und danke euch allen, ihr wart super. Gab er vor 100.000 begeisterten Fans in Hamburg sein letztes Konzert. Jetzt, 6 Jahre später und 13 Jahre nach seiner letzten Hallentournee, ist er heute hier bei uns, noch bevor er seine große Deutschlandtour im September startet. Hier ist Marius Müller-Westernhagen. Being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living alone. My friends try and tell
find a man of my own. But each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be alone.